Spielersuche läuft und wir bewegen uns Richtung Terror. Die Jacke ist cool, ne? Aber ich hätte mir gewünscht, dass der rechte Arm rot ist. Das sieht einfach schicker auf dem Thumbnail aus, wenn da was Rotes sichtbar ist. Aber die Schuhe leuchten, das ist auch viel wert. Aber jetzt sind wir erstmal alleine, ne? Wir brauchen Hilfe, oder? Wir müssten sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Die neue Hose ist auch super, ne? Ist nicht ganz so verpennert wie unsere alte, aber finde ich in Ordnung. Na, was los hier? Droni, erstmal gucken, wie sich das hier entwickelt. Kommt von da welche? Oh ja, da sind welche. Übel. Erst den im Hintergrund. Vorsichtig, vorsichtig. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Wir brauchen Unterstützung. Ich wiederhole, wir brauchen Unterstützung. Civic Center. Öffentliche Hinrichtung. Verdammt doch mal, warum hört mich hier keiner? Oh mein Gott, ich bin Gruppenleiter. So viel Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann. Zack. Okay, Police. Die schießt auch schnell genug. Boom. Verteilt gleich richtig Schaden. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Die Police, Mensch. Die Police ist es. Ich liebe die Police. Damit geht's richtig ab. Die müssen wir top-notch machen. Minzgrün. Ach, dieses Spiel, ey. Immer und immer wieder ein Genuss. Plunder. Plunder, Plunder, Plunder. Ihr habt mir noch eine Knarre empfohlen. Die P, schlag mich durch. Die hatte ich schon mal. Ich habe das auch in die Kommentare geschrieben. P413 oder so, aber sie hat mir von den Werten her nicht getaugt gehabt. So. Geht's den Geiseln gut? Oder kommen dann auch mehr? Oder sind wir hier fertig? Wollen wir quatschen? Kopfgeldeinsatz vielleicht? Hallo? Noch nicht? Du? Okay, da kommen sie. Deckung, Deckung! Police, doch wieder Police. Deckung und da oben. Na, na, na. Seitenwechsel. Hat ja auch neue Klamotten. Ja, schöne Schuhe, aber ich glaube, die sind nicht von dem Bekleidungsevent. Und eins ist auch klar, die leuchten nicht. Golden Bullet. Ganz vergessen. Ich war in der Zwischenzeit mit den Hunden draußen. Also direkt vor der Nauhaubank. Jetzt muss ich mich erstmal wieder einfriemeln. Na, na, brennen sollst du. Aber ganz so weit schießt die Police dann auch wieder nicht, ne? Wie die Carbine. Unser Windhund, das Graue. Aua! Ein Glück trage ich eine Schutzbrille. Die leuchtet ebenso. Zack! Na, 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 na. Goldene Kugel. Vor allem. Oh ja, genau, stimmt. Oh ja, Police! Mit Golden Bullet. Wo seid ihr, ihr Halunken? Natürlich. Goldene Kugel wieder beim letzten überlebenden Gegner. Eine Frechheit, Mensch. Eine Frechheit. Wer hat denn jetzt für uns einen Kopfgeldeinsatz? Du bist gerettet, ne? Reiker Kopfgeldeinsatz. Ziehen wir gleich durch, mein Freund. Eine Sekunde. Aber ich hätte ganz gerne noch ein paar Leute mit dabei. Für die offene Welterkundung. Nee, eigentlich ja Kopfgeldeinsatz. Aber das werden die schon sehen. Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Aha. Das Ziel befindet sich in ihrer Nähe, Agent. Ach, schon wieder Hafen. Gefühlt war ich da heute 5 Mal oder so. Aber ist ja auch schön, ne? Pier 26. Hört sich an wie so eine Großraumdiskothek. Kann ich hier noch lang gehen oder bin ich auf der... Ich bin auf der falschen Seite, ne? Es tut mir leid. Du kennst dich besser aus. Du bist ja auch Level 5000 Bully. Und Beschützer Rang 17. Da müssen wir auch noch was machen. Aber wir sind ja noch so hart beschäftigt. Ne? Mit Optimierung und sowas. Und Expertise. Dankeschön. Und nu? Nun geht die Action gleich weiter. Ist doch wirklich, also mit die beste SMG, oder? Die Dark Winter, die ist echt cool. Aber für das HB-Set soll flinke Hände halt noch besser sein. Auf der normalen Vektor. Auf dieser geht das ja nicht. Da ist das Talent fest. Police, jetzt sofort. Reicht. Kasching, Mensch. Kasching, Kasching, Kasching. Reicht ja auch, ne? Für den Anfang. Da hinten geht's ja weiter. Medikit, mein erstes. Schön. Wir sehen jetzt aus wie so ein Hip-Hopper. Wie mein ehemaliger Nachbar. Aber wirklich. Krass. Naja, die Hose nicht so, aber die Jacke, Mensch. Fehlt nur noch eine South Pole Baggy Pants. Die weiße. Weil wir es richtig drauf anlegen. Die hatte ich wirklich.
Ist er hier? Er ist hier. So, positionieren. Und Action. Hallo. Dark Winter Action. Um den Stack zu füllen. Oh. Brennt das? Wie sehr brennt das? Und was kann man dagegen machen? Wie bei Feuerquallen einfach raufpullern? Komm schon. Wie soll man aber nicht machen, ne? Wir haben das zwar gelernt, vor allem in dieser einen Friends-Folge, wo Joey Monica aufs Bein gepullert hat. Aber das soll man nicht machen, ne? Auch wenn es in einer Friends-Folge war. Ich glaube, viele Sachen, die wir aus Friends-Folgen gelernt haben, sind, ich glaube, mittlerweile outdated. Aber lasst uns mal beim Thema bleiben. Goldene Kugel und Aktivitäten im Civic Center. Hast du noch was? Wollen wir? Ich bin blind, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, stimmt schon. Ich bin einfach ins Licht gelaufen. Wie so eine Fliege. Wie so eine Mücke. Oder so ein Rehkitz auf der Straße. Blockiert von den Scheinwerfern eines herannahenden LKWs. Du bist das Ziel? Ja, du bist tatsächlich das Ziel. Ja, aber von hier... Ach, come on, was soll denn das? Oh, ich kann da gar nicht runter. Schande. Blackout. Was mache ich hier? Ich will nach Hause. Schnell. Deckung. Ja, mein Stackfüller. Droni, komm schon. Sind das Granaten hier, die Richtung mir fliegen? Oh. Ich weiß, ist nicht so gut gerade. Ist er noch hier, mein Kollege? Nee, der guckt erstmal zu, ne? Na, wie macht sich der Level 500-Spieler? Ist er noch blockiert? Ist er noch beeinträchtigt vom Übermut? Das treibt ihn das Spiel schon noch out. Ah! Hilfe! Aber die Schuhe, die sind cool, ne? Wie die leuchten, Mensch! Tasche! Police, jetzt! Komm raus, du Hund! Ihr müsst rauskommen! Zack! Police, hallo. Goldene Kugel. Breakout hat, glaube ich, goldene Kugel. Und ich glaube, wenn wir Breakout eliminiert haben, kommen da noch welche aus der Tür raus. Deckung. Und Katsching, Mensch. Gib ihr. Sie kommen da jetzt raus, ne? Ja, sie kommen da jetzt raus. Und ich habe goldene Kugel. Ihr müsst früher rauskommen. Schnell. Okay, verlängert. Nee, doch nicht verlängert. Schande, Mensch. Schande, ja, genau. Zerlegt mein Schild. Oh Mann, jetzt spring doch nicht da lang, Mensch, Junge. Verdammt. Das kam plötzlich und unerwartet. Es lag auch an mir. Er kann nichts dafür. Er ist nur ein junger Hip-Hopper. Er lebt für die Musik. Oh, da ist ja noch einer. Entschuldigung. Roadtrip. Ist auch ein toller Film. Fand ich immer besser als American Pie. Zack. Geht doch. Wo ist denn Bully, Mensch? Ist Bully überhaupt noch hier? Und Stackfüller. Ausnutzen, gegen Schild ballern. Ah, hielt aber jetzt nicht so lange. Hat das überhaupt was gebracht? Schieß. Köpfchen. Zirkeln. Den kriegen wir auch so. Bleib hier, du Hund. Weg hier. Nice. Aber Turkey ist noch hier. Der Truthahn. Nice. Achso, ich habe die Gesten überarbeitet. Gucken wir uns gleich an. Ist, glaube ich, jetzt nicht so der beste Moment dafür. Police, Mann. Yeah, Action. Das ist genau deswegen, warum ich hier einschalte. Oh, goldene Kugel ist am Start. Yeah. So gut, genau. Gib ihm. Goldene Kugel-like, Mensch. Unverwundbarkeitsmodus. So, was ist denn das jetzt hier? Das ist Eclipse wieder, ne? Das kann alles in die Tonne. Gucke ich mir später nochmal an. Und ich gucke mir nur die Sachen genauer an, wo mindestens eine Leiste komplett voll ist.
Ich glaube, so weit sind wir mittlerweile im Spiel. Bullymensch, auf jeden Fall. Daumen nach oben. Shoot des Manitou war super. Und hier ist noch Eclipse. Das wäre es soweit. Ich glaube, im Civic Center. Ist nicht durch. Warte mal, das ist nicht das Civic Center. Ach nee, Civic Center ist ja da oben. Und Financial District. Müssen wir da überhaupt was machen? Haben wir jetzt das nächste schon angefangen? Ich bin ja auch manchmal ein Idiot. Manchmal, Leo. So, Civic Center ist hier oben. The Tombs, das könnte man gelten lassen. Oder wir laufen von hier oben runter. Ja, oder doch, wirklich. Wir gehen hier runter, wir machen die Territoriumskontrolle. Ich hätte vielleicht vorher das Ziel markieren sollen, ne? Damit er weiß, wo es hingeht. Täschchen. Täschchen, mal gucken. Vielleicht kommt er hinterher. Täschchen. Und in der Zeit, in der er uns eventuell hinterherläuft, machen wir erstmal hier die Taschen auf. Er ist schon hier, ne? Klasse, trotzdem. Eine neue Geste, bitte. Yay, vor Freude. Und die Schuhe leuchten die ganze Zeit. Bin ich großartig. Aber das war nicht der neue Tanz. Den habe ich mir auch. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Oh, ich sehe nichts. Aber ich stand perfekt hinter dem Schild. Absolut safe. Action, come on. Renn rüber. Und die Roten zuerst wegzimmern. Ist da noch einer? Nö. Nein, stehen geblieben. Oh, das war Übermut, ne? Warum kämpfe ich eigentlich ohne Droni? Frechheit. Ich dachte, ich hätte ein Medikit benutzt. Aber das Medikit hat andere Pläne für uns. Na, Drohnen, vorsichtig. Oh, das werde ich nie wieder vergessen. Die Panik, wenn man Solo spielt. Und die Drohnen nicht direkt nach dem Start erledigt hat. Und da kommt das Gepiepe und du weißt, ey, du verlierst gleich all deine Energie. Zumindest als komplett roter Glaskanonen-Freak. Yay! Ach ja, stimmt, ich bin wieder goldig, Mensch. Goldig, komm raus. Ach, come on, echt jetzt. Na! Nimm das, du Hund. Ja, ist okay. Oh, ich bin schon wieder goldig. Aber jetzt kommt die Drohne. Da oben ist wer? Ach, das ist eine Nummer 5. Die kann kaum über den Fenstersims gucken. Boom! Ja, genau, Ellie. Pass auf, Ellie. Nur üble Leute hier in New York. Ein Glück haben wir dich mit dabei. Deckung, das wäre toll. Deckung, habe ich gesagt. Yay! Da sind ganz viele da oben. Police, wir brauchen was mit Distanz. Man kann ja auch einmal klicken mit dem Mausrädchen und tatsächlich ein gutes Stückchen weiter hochgucken. Na. Wer ist das da oben? Aber die goldene Kugel verrät sich immer, ne? Also der Träger. Der Träger der goldenen Kugel verrät sich mit seinem Lasermarker. Hi. Gib sie mir. Ich hab sie. Wo sind die Gegner? Wo sind sie nur hin? Komm ich da hoch? Solange die goldene Kugel noch aktiv ist, rein da. Action. Vorwärtsmarsch. Volle Pulle und Volldampf. Und Muni. Und bevor wir es vergessen, eine leckere Licks. Light. Aber jetzt sind wir wirklich durch im Civic Center, richtig? Häkchen. Ja, tatsächlich. Ich würde es mir ja anpinnen, aber dann geht meine Ressourcenanpinnung oben rechts verloren. Wir müssen jetzt Two Bridges, gestrandeter Tanker oder Tombs. Oh, Tombs ist gleich um die Ecke. Das machen wir hier zusammen. Ich markiere es erst, zack. Und dann beame ich mich rüber. Gleich einen neuen Tanz ausprobieren. Nicht hier in der Nähe stehend. Jetzt zu diesem bitte, Haus. So gut, Mensch. Aber die Spielersuche läuft weiter dann, ne? Ist schon wieder nicht aktiv. Was soll denn? Das muss ich wirklich jedes Mal hier reingehen und hier auf nochmal auf heroisch klicken. Wiederholen. Immer wiederholen. Wie beim Haare waschen. Immer zweimal. Genau, Ellie. Haare waschen. Pass auf, Ellie. Mag sie nicht. Mag sie überhaupt nicht. Waschen. Aber ein Glück ist sie nicht so ein super schmalziger Terrier. Komm schon. So nicht. Droni. Flick das Nötigste. Aber die Spielersuche läuft nicht. Oder doch? Ellie ist gut jetzt. Schätzeken. Doch, warte mal.
Die zieht so ein bisschen nach, ne? Nee. Eine Sekunde. Wir wollen mehr Agents finden für diesen Einsatz. Zufälliger Haupteinsatz. Heroisch. Aber dann bin ich doch raus, ne? Ruf nach Verstärkung. Das müssen wir machen. Oh, ich hab fast Bulli rausgeschmissen. Ich komme. Das wäre echt ungünstig gewesen. Er macht echt einen guten Job. Ist jetzt richtig, ne? Hoffe ich doch mal. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist das noch der Tombs? Nee, wir müssen noch da rein, ne? Wir müssen da rein. Nein, ich möchte jetzt keine Zusammenfassung gucken. Wir sind noch gar nicht fertig. Ruf nach Verstärkung läuft noch. Das ist gut, das ist das Wichtigste. Da drin ist noch einer. Oder ist Bulli jetzt rumgelaufen? Läuft das jetzt hier oder nicht? Ach, wir machen einfach mal weiter, ne? Granate, Airstrike, yay! Flop! Nice, na komm schon, das Stückchen noch! Ich bin goldig, schnell, Schild raus! Und richtig alles zerlegen, nicht die Waffe wechseln, na wo denn? Yay! Komm! Na! Die goldene Kugel erhalten, da kommen noch mehr! Yeah! Kommt raus! Ihr sollt da raus! Oh! Wer war das? Wo ist denn hier noch einer? Hilfe! Goldene Kugel schon wieder! Oh! Da hinten! Jetzt! Oh Gott, wenn ich das überlebe! Das könnte man klippen, wenn das ein Stream wäre. Auf Twitch. Aber ist es nicht. Und Bulli? Oder sollen wir alleine gehen? Bulli, hallo? Bulli kommt nicht. Aber die Suche nach Verstärkung läuft noch. Toi, toi, toi. Da kommt bestimmt noch einer rein. Aber ich glaube, der Haupteinsatz ist jetzt darauf eingestellt. Droni. Darauf eingestellt, dass wir zu zweit sind. Kurz Droni zerstören. Eine kleine Pause gönnen. Dem kleinen Drohnenfreund. Lexmensch! Überhaupt nicht chemisch. Yay! Na geht doch. Oh, hi. Hi. Nein, du nicht. Und du auch. Du nicht. Und du auch nicht. Zack. Habt ihr gesehen, als sie gestorben war, wie sie zack nach rechts, Entschuldigung, geglitscht ist? Na, guck mal, ein Glück. Ey, wir sind wieder im gleichen Team gelandet. Hier lang. Dann da lang. Natürlich, Bulli empfehlen. So oft das auch geht. Wie bitte? I see. Mensch, das ist aber schade. Und da ist er wieder. Okay, warte mal, ich konnte immer noch irgendwie rein, ne? Ja. Das Schloss zerschießen. Katsching, geheime Geheimblutkiste. Entdeckt von uns. Nein, wir gehen auch nicht rein. Da drinnen bricht gleich die Hölle über uns herein. Sie wurden zum Gruppenleiter befördert. Wenn ich mich recht erinnere. Plunder! Aber trotzdem. Geheimer Geheimblutplunder. Und nu, ach so, hier lang. Warum kommen die denn nicht? Ich bummel gerade so ein bisschen. Oder sind die schon vorgegangen? Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas ist halt ganz komisch hier. Auf die anderen Agents warten. Ach, guck mal, es ist... es ist verflucht heute. Oh mein Gott, habt ihr den Knall gerade gehört? Das war mein Netzteil und das Ganze ist gestern passiert. Das Ding hat geknallt wie so ein alter China-Böller, obwohl das kein billiges China-Böller-Netzteil ist. Es ist verflucht heute. Also billige Netzteile werden gerne China-Böller-Netzteile genannt, weil die dann irgendwann mit einem lauten Knall den Geist aufgeben. Dieses Netzteil hat aber nicht seinen Geist aufgegeben. Ich habe trotzdem den Rechner gleich ausgestellt gehabt gestern. Erstmal alles kontrolliert auf Schmauchspuren oder sonstige Verkokelungen an Kabeln. Aber ich habe nichts gefunden. Dann habe ich den Rechner wieder angeschmissen und erstmal 45 Minuten lang Volllast laufen lassen.
Und naja, es ist auch allgemein, roch es überhaupt nicht verbrannt. Es war halt nur der Knall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Netzteil von meinem Gaming-Rechner kam. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja, aber ich glaube, wir können uns ein bisschen darauf einstellen, dass dieser Computer bald ein neues Netzteil braucht und ich mir allgemein mal einen neuen Computer zulegen sollte. Aber dieser muss ja weiter bestehen, Mensch. Den kriegt doch eine andere Person dann. Ja, 45 Minuten Volllast, GPU und CPU. Gab keine Probleme. Dann habe ich The Tomb alleine gespielt, ohne Aufnahme. Gab auch keine Probleme. Und heute der etwas längere Langzeittest unter tatsächlichen Let's Play-Aufnahmenbedingungen. Toi, toi, toi. Das ist jetzt der gestrandete Tanker. Kleine Planänderung. Aufgrund von technischen Ursachen. Toi, 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 Mensch. Dreimal schwarzer Kater. Wir drücken die Daumen und kreuzen die Finger. Kommt da gleich einer raus? Bestimmt. Oder auch nicht. Wo ist der Dicke? Oh, warte mal. Schildträger und ganz viele Dicke. Da, auf die Kanister ballern. Das mag er nicht. Dann brennt er. Police. Ja, das geht noch. Hat das geknallt gehabt? Ja, aber es läuft halt wieder, ne? Und wenn was nicht verbrannt riecht oder so, dann, naja, also ignorieren tun wir das ja nicht. Wir haben es im Hinterkopf. Wir haben es im Hinterkopf. Gib ihn. Deckung, Deckung. Ja. Wenn was nicht verbrannt riecht, ne, dann kann man das, glaube ich, weiter betreiben. Solange es sich die ganze Zeit knallt. Vielleicht war es auch nur so ein kurzer oder so, ich hoffe. Aber das Ding war halt 7 Jahre alt, ne? Und irgendwann geben die Dinger nun mal ihren Geist auf. Ja, sicher, ich hatte auch schon mal ein Netzteil, was 10 Jahre alt war, aber ich hatte auch schon mal eins, was nur 2 Jahre hielt. Und, naja, mit einer Stichflamme den Geist aufgegeben hat, wirklich. Da kam ordentlich was rausgeschossen. Aber halt auch nur ganz kurz. Es hat dann nicht weiter gebrannt, aber... Also wenn da schon so eine Stichflamme kommt, so eine elektrische... Ja, so eine halb elektrische Stichflamme, ne? Ich glaube, unter den richtigen Umständen kann dann schon was Schlimmeres passieren. Dieser Rechner würde erstmal eine ganze Weile lang nicht unbeobachtet laufen. Musik läuft aber, ne? Ja, alles gut. Police, wir brauchen was mit Distanz. Genug der Horrornachrichten, es geht ja weiter. Und außerdem hatte ich ja ein völlig überdimensioniertes Netzteil in diesem Rechner, oder habe ich immer noch, weil ich ursprünglich damals 2 High-End-Grafikkarten per SLI gefahren habe. Zweimal die 980 Ti. Aber ganz ehrlich, SLI ist ja, also es ist noch irgendwo irgendwie ein Thema, aber zu Recht so gut wie ausgestorben. Es bringt halt immer nur bedingt was. Und man braucht halt auch immer einen vernünftigen Treiber dafür, für das jeweilige Spiel. Aber wenn das stimmt, dann ist das schon cool. Ich habe es bei einigen Spielen auch genossen gehabt. Die Skalierung zum Beispiel bei Witcher 3 war ganz cool. Ich habe schon anno 2005, also im Dezember 2005, genau, 15 meine ich, Dezember 2015 Witcher 3 Ultra Settings mit 4K und 60 FPS gespielt gehabt. Das war schon echt nice. Aber dann habe ich mir gedacht, gab der ganze Aufwand, der lohnt sich nicht so wirklich. Und dann habe ich gewechselt auf die nächste Generation, auf die 1080 Ti, die ich bis heute benutze. Und ich bleibe dabei, ich werde meinen nächsten Rechner auf jeden Fall nur mit einer Grafikkarte ausstatten. Weil halt SLI halt noch unrelevanter geworden ist. Und... Nun ja, das einfach halt zu bedienen ist. Ja, aber jetzt habe ich halt ein 1200 Watt Netzteil im Rechner für eine Grafikkarte und mit einer nicht übertakteten CPU. Es ist völlig überdimensioniert. Und selbst wenn ich mir ein neues Netzteil holen müsste jetzt, dann kann ich auf jeden Fall da solide auf 850 Watt wechseln. Wobei das halt auch schon, ne, auch so mit ein bisschen Reserve dann laufen würde.